Oh, oh, oh. Was geht, ihr YouTuber da draußen? Seid ihr mit mir? Ja, jetzt Magic Power! Seht meine magischen Füße! Ach, was war das denn? Shoo-be-doo-da, shoo-be-doo-doo, shoo-be-doo-ba-dum-da. Ich singe ein Lied und schwinge mein Glied. Oh, jetzt geht's hier richtig ab. Und rechts, rechts, rechts und double rechts. Links und links, links, links. Oben, oben, oben. Unten, unten, unten. Yeah. Und double up und double down. One feet down. One feet up. One feet down. Double up, ja. Double down. Double right. Double left. Double up. Double down, double right, double left und Magic Power. Ja, ja. Kommt ihr klar auf meine heißen Moves, ja? Das ist der hotteste Dance des Jahrhunderts. Auf einen Eimer voll Schmalz. Yeah, was geht, ja, meine Homies. Yeah. Das war die hotteste Performance seitdem. Wenn ich dir zusehe, geht mir das Herz auf. Absolut super. Oh, Detlef. Oh, wir müssen dringend mal daten. Also ich bringe auch ein Blümchen mit. Das hat mir jetzt so, also da ist jetzt gerade, ich bin auch ein bisschen berührt auch im Innern. So, High Five gebe ich jetzt mal auf den Bildschirm. Spieler Bubi hat 2960 Punkte. Wir hätten eigentlich mehr haben können, hätten wir mehr Magic Moves gemacht. Verdammt, ich habe gelost. Und außerdem habe ich einen Schritt vergeigt, weil ich habe gerade noch die scheiß PS2-Tastatur angeschlossen vom 4 Let's Play. Und da haken die Tasten, weil das so ein billiges Ding ist. Da muss man richtig reindrücken. Da muss man sich richtig reinknien. Das ist wie beim Dancen. Man muss alles geben, um die Tasten zu drücken. Das ist echt ein hartes Pflaster. So, ich mach mal weiter. Bubi ist natürlich auf Platz 1, das war nicht anders zu erwarten. Ich meine, es war eine hot Performance, ja. In dieser Stadt kann ich dir zum Erfolg verhelfen. Echt? Es steht einiges bevor. Um in den besten Locations und bei den besten Events tanzen zu können, musst du all dein Können unter Beweis stellen. Ja, ich kann zum Beispiel von DJ Bobo den neuen Schuhplattler, den hab ich voll drauf, ey. Der groovt voll ab, der ist mega abgespaced, ey. Neue Klamotten sind eingetroffen. Yeah, neue Klamotten. Kommt, wir gehen shoppen, Freunde. Was haben wir denn hier? Flughafen, da kann ich dancen. Ich kann am Heliport dancen. Ich kann trainieren. Im Tunnel kann ich auch dancen. Das mache ich auch hier manchmal. Nachts um 4, wenn Leute vorbeikommen. Im Dance Club kann man auch dancen. Und auf der Straße dancen. Da stelle ich mir einen Hut davor. Das ist übrigens meine Haupteinkunftsquelle. Ich dance in der Fußgängerzone. Aber bevor wir jetzt dancen, würde ich gerne... Nee, geht gar nicht. Wie kann ich denn jetzt, Bubi? Wie kann ich denn jetzt neue Klamotten kaufen? Denn ich möchte den hippen Style haben, weißt du? Training, Styling, yeah! Im Training kann ich mich umstylen. Was für neue Klamotten haben wir denn? Oberteile, 2 von 8. Aber wie komme ich an die heißen Oberteile? So schon mal nicht. Na. Hallo? Ah, da muss ich bestimmt hier draufklicken. Ja, das ist doch super. Ein weißes Hemd, das ist genau mein Style. Ja, vom Feinsten.
zieh der Ditte mal rein, wa? So, Frisuren haben wir noch die eine, Sonnenbrillen haben wir auch noch keine. Aber jetzt machen wir erstmal hier ein schönes Backstreet Boys Comeback. Und wo könnte man wohl die Backstreet Boys genießen, wenn nicht im Tunnel? Ne, wir gehen erstmal auf die Straße und hoffentlich... Angels, Snowstar, You Are The Rainbow. Komm, wir wählen uns die Angels, die anderen können wir noch gar nicht. So. Los geht's! Das sieht ja aus wie eben gerade. Gut, dann... Ist das schon wieder das gleiche jetzt? Dann breche ich das nämlich ab. Ja, das ist das gleiche. Ich weiß nicht, wie mir geschieht. So, das passt jetzt überhaupt nicht mehr. Da bin ich voll schief, habe ich gerade gesungen. Ja, 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 ja. 1, 2, 3, 4. Heiße Moves. So, ich breche das aber mal ab, weil das hatten wir ja gerade und wir wollen uns ja mal ein bisschen einen Überblick verschaffen. Ja, ich breche das Event mal ab. Das Publikum hat zwar einen heißen Preis bezahlt, um meine geilen Fußshuffles zu sehen, aber egal. Wir gehen erstmal zum Dance Club. The end of our show is waiting, y'all. Sie hat noch nicht begonnen. Ich muss mich jetzt auf dich verlassen können. Enttäusch mich nicht. Detlef, ich werde alles geben. Du wirst sehen. Ich bin eine Hot Dancing Machine. Mit meinem coolen Zahnpasta-Anzug, ja. Hoch und rechts und links. Links, rechts, oben. Und rechts und links. Oh. Rechts, links, oben. Rechts, links. Oh. Yeah. Oh, keep it funky, y'all. Yeah, und jetzt die Magic Power. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Feuerwerk. Was immer ich dir angetan habe, es ist Zeit weiter zu blicken. Es ist Zeit weiter zu gehen. Es ist Zeit zu tanzen. Es ist immer Zeit zu tanzen. Kennt ihr das? Ihr seid in der Disco und wollt dem Herbnitz Hotted Chick beeindrucken und ihr habt eure Dancing Moves nicht parat. Jetzt könnt ihr das üben mit Dance, it's your stage. Und es ist unglaublich hart, die ganze Zeit zu labern, zu moderieren und dabei noch gleichzeitig die richtigen Moves zu machen. Da haben wir auch gleich gerade einen ausgelassen und noch einen ausgelassen. Ich muss wieder härter drücken hier. Härter drücken, härter drücken, härter drücken. Hallo, ich bin die Hertha. Verdammt. Verdammt, hallo. So, Konzentration. Yeah. Ach, nein. Wenn man einmal raus ist. Ah. So, jetzt aber wieder. Konzentration. Bam. Badam. Ja, ja, ja. Es ist viel leichter, wenn man einfach mit dem Rhythmus quatscht, was aber schwerer wird, wenn man die ganze Zeit aber labert. Im Rhythmus drücken, ich weiß gar nicht, habe ich gerade Quatsch gesagt? Ich höre mir selber nicht mehr zu. Weil ich die heißen Songs hiermit verfolge. Yeah! Ich habe schon wieder so geloost. Oh Mann ey, ich habe so geloost. Ich bin's nicht wert, Detlef, ich habe dich enttäuscht.
Ich... Was ist mit dir los? Ja. Du bist unkonzentriert. Ja. Ich weiß nicht, ob du das hier wirklich willst. Doch, Detlef, ich will es ja wirklich, aber ich weiß, es war ein schwerer Tag heute und ich habe die ganze Nacht trainiert und performt und ich habe meine Moves geübt und ich habe den Text gelernt und ich habe mich im Spiegelbild betrachtet. Heute Morgen musste ich 3 Stunden meine coole Frisur hochföhnen und musste mir noch irgendwie einen neuen Schlüpper kaufen, weil der alte war auch schon eingecremt, weil ich so nervös war letztes Mal beim Casting, weißt du. Ich werde auf jeden Fall besser, also ich werde hart an mir arbeiten, ich werde trainieren, Detlef, ich verspreche es dir. Aber jetzt drücke ich erstmal auf Weiter, ja? Danke dir, wenn du mir noch eine Chance gibst. Alter. Wir sind doch Freunde. Und ich komme nicht mal weiter.